Moin Leute, mein Name ist Johnny aka SolidLad und in diesem Video werden wir den Ziegenclan meistern. Der Clan ist sehr anfängerfreundlich mit einer starken Echo, nichtsdestotrotz kann es schwer sein, den Clan zu meistern, womit ich dir in diesem Video helfen werde. In den nächsten paar Minuten werde ich den Ziegenclan erstmal gründlich erklären, danach zeigen, wie man ihn spielt und zum Schluss gebe ich dir nochmal Tipps, wie du gegen den Clan optimal spielen kannst. Der Clan hat einen Stern in der Schwierigkeit, zwei in Echo, einen im Militär und wieder zwei im Bereich Support. Ich finde, der Clan ist damit easy to play, but hard to master. Der Clan vergibt einem nämlich relativ gut die eigenen Fehler und belohnt einen umso mehr, wenn man ihn optimal spielt. Die Startboni sind recht simpel. Der Clan startet mit einem Schaf und kann zwei Schafställe errichten. Diese clanspezifischen Gebäude können mit Hilfe von Schafen Nahrung erzeugen. Darüber hinaus erfährt der Clan 20% mehr Produktion durch Festmäler. Hier sieht man schon, dass der Clan viel auf Nahrung, Wirtschaft und Festmäler setzen kann. Mit 200 Ruhm bekommt man den Bonus Hirte, sprich man erhält zwei kostenlose Schafe, kann einen weiteren Schafstall errichten und deren Nahrungsproduktion ist um 10% erhöht. Ab 500 Ruhm erhaltet ihr Gruppenarbeit und dadurch kann man einmal pro Jahr kostenlos feasten, also ein gratis Festmahl, und während dem Feasten generieren deine Einheiten Leben. Das Relikt vom Clan, Eldrumnir, erhöht die Produktion von Festmälern nochmal um 20% für dich und senkt deren Kosten um 40%. Der Clan möchte auf jeden Fall ins Late Game kommen, eine starke Wirtschaft aufbauen und dem Gegner am Ende überrollen. Durch deine Produktionsbuffs und die verbesserten Feasts kannst du auch sehr einfach ins Late Game kommen. Wenn du dann an diesem Punkt bist, kannst du durch viele Dorfbewohner eine sehr große Armee aufbauen und eigentlich jeder Siegbedingung nachgehen. Vom Spielstil her wollen wir unser Relikt rushen, die Nahrung pushen und so viel feasten wie es geht, um unsere Economy noch weiter zu pushen. Deshalb liegt in diesem Bild der Fokus auf dem Relikt, aber wenn dich eine andere Build-Order interessiert, schreib es doch gerne in die Kommentare. Um möglichst früh unser Relikt zu bauen, gehen wir früh auf Eisen und investieren das direkt ins Relikt. Am Anfang starten wir aber wie gewohnt mit dem Speercamp, versuchen zur Mitte zu scouten, um eventuell etwas Ruhm abzustauben. Danach bauen wir unser Sheepbolt und eine Holzfällerhütte. Die Gebäude können auch gerne auf unserer Main-Teil gebaut werden, damit wir die Passive der Schafe optimal nutzen und den Holzverbrauch im Winter nochmal verringern. Anschließend bauen wir ein Haus und unser Langschiff-Dock, um einfach noch mehr Gold zu generieren, um unser Relikt früh zu holen. Wenn wir im 1v1 sind oder keine Verbündeten haben, müssen wir die anliegenden Gebiete selbst klären, um uns auszubreiten und hoffentlich mehr Schafe zu bekommen. Deshalb bauen wir jetzt ein Trainingslager, mit dem wir Krieger ausbilden und die anliegenden Gebiete klären. Wenn ein Verbündeter für dich die Gebiete klärt, ist dir aber auch schon sehr geholfen und ihr könnt direkt ans Eisenmine gehen. Hier im Singleplayer geht es aber meistens nicht anders. Im Multiplayer lasst ihr aber gerne für euch klären. Wenn das geschafft ist, wollt ihr vor dem ersten Winter die erste Eisenmine bauen und Eisenmine. Mit unserem Wissenszweig gehen wir auch zuerst auf Mining Efficiency, um schnell Eisen zu bekommen. Jetzt bauen wir noch ein Holzfällerlager und unser zweites Sheepfold, damit wir so schnell wie möglich die Schmiede und unser Relikt bauen können. Dafür brauchen wir 10 Eisen, 100 Kronen und 50 Gold. Wenn man sich der Marke also nähert, sollte man definitiv mit der Schmiede anfangen und über den ersten Winter das Relikt schmieden. Danach heißt es nur noch Gebäude-Upgrades, Ruhm sammeln, Feasten, Krieger bauen und gewinnen. Kommen wir nun zu Lore. Hier ist der Clan relativ flexibel, beziehungsweise muss man sich einfach den Umständen anpassen. Am Anfang wollen wir trotzdem schnell Eisen farmen und Gold generieren. Deswegen holen wir uns Mining Efficiency und Shipbuilding. Anschließend holen wir uns Wool Trade, um das Maximum aus unseren Sheepfolds zu holen. Damit kriegen wir nämlich 0,5 Kronen pro Arbeiterschaf und können unsere Schafe auch für 40 Gold verkaufen. Im Spiel müssen wir nun unsere Lage bewerten und entweder den oberen oder den mittleren Strang entlang gehen. Im oberen Strang holen wir uns Sharp Axes, direkt Amenities, womit das Aufwerten eines Gebiets 50% weniger kostet und periodisch Schafe aus unseren Sheepfolds spawnen. Das passiert allerdings nur, wenn dort zwei Schafe arbeiten. Dieser Strang wird dich besser ins Late Game bringen und dir auf Dauer durch mehr Schafe einen höheren Value als der mittlere geben. Der mittlere kann aber auch interessant sein, wenn du oder deine Verbündeten demnächst angreifen wollen. Bei diesem Strang hat der Clan keine besonderen Lore-Punkte und man kann ganz entspannt auf Weaponsmith, Forecodes und anschließend Feeling Safe gehen. Die weiteren Lore-Upgrades des Clans sind Spare Tools, damit kosten Werkzeug-Upgrades kein Eisen mehr. Industrious, hiermit können wir den Sheepfolds ein Schaf mehr zuweisen und abschließend Food Trade. Damit werden Handelsrouten mit Nahrung einfach verbessert. In der Videobeschreibung findest du jetzt noch wie immer einen Link zur Lore Order. Unser Eisen stecken wir mit dem Clan definitiv zuerst ins Relikt und danach werden wir die übrigen 5 zuerst in die Seefahrer und später werden wir Eisen für Militär nehmen.
Mit Steinen werden wir die Sheepfolds, Docks und Warcamps upgraden. Bezüglich des Militärs wählen wir den Legionspfad, der synergiert sehr gut mit dem Clan. Wir werden einige Warcamps brauchen und da kann es nicht schaden, wenn die 20% günstiger sind und mit einer großen Armee ist es auch gut, wenn hier die Kosten sinken. Veterans und Call of Valhalla können dann im Kampf den entscheidenden Unterschied machen. Wenn man aber lieber defensiv spielt oder Early Probleme hat, kann man auch den Guardians-Pfad nehmen. Hiermit kannst du dich gut verteidigen und super zurückschlagen. Allgemein lässt sich der Clan so spielen, dass du am Anfang gerne Hilfe annimmst, um schnell zum Relikt und deinem Power Spike zu kommen. Wenn du das geschafft hast, kannst du die Hilfe zurückgeben und deinen Verbündeten mit Festmalen so richtig gut unterstützen. Die Stärken des Clans sind definitiv die Feasts. Verbesserte Festmäler und ab 500 Ruhm pro Jahr ein kostenloses sind wirklich starke Multiplayer und kann definitiv allen Fraktionen helfen voranzukommen. Außerdem kann der Clan im späteren Spiel seine Ressourcen gut zum Scouten benutzen oder easy eine Armee von mindestens 18 Kriegern aufbauen und gut angreifen oder sich defensiv echt gut verteidigen. Auf der anderen Seite braucht der Clan in der Regel Hilfe beim Clearen und kann sich auch später nicht über die normalen Krieger hinaus bewegen. Der Clan ist nicht fürs Kämpfen gemacht und das hat man auch an der Sterneverteilung gesehen und merkt man auch im Spiel. Der Clan kann einfach nicht über das normale Militär hinaus und diesen Punkt kann der Clan auch nicht mit anderen Mechanics irgendwie kompensieren. Wenn ich sehe, dass mein Gegner den Ziegenclan pickt, würde ich einen Clan wählen, der entweder das Early Game gewinnt, also den Adler, Lux oder Wolfsclan, oder einen Late Game Beast wie das Königreich des Löwen oder den Ochsenclan. So kannst du den Clan in seinen schwächeren Phasen des Spiels angreifen und das Spiel für dich entscheiden. Der Ziegenclan ist wirklich anfängerfreundlich und kann deshalb optimal genutzt werden, um das Spiel kennenzulernen. Für Einsteiger sehr entgegenkommt, aber auch für erfahrene Spieler eine Option, wenn man im Team einen starken Support-Clan braucht. So kann man den Clan im Multiplayer auch in fast jedes Matchup reinpicken, wenn dein Team stimmt und du einen aggressiven Verbündeten hast. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Ziegenclan gefallen. Klicke jetzt nochmal hier oben auf das Video. Hier zeige ich dir die Build Order im Detail und in-game und gebe dir noch mehr Tipps zum Ziegenclan.